15% der Bevölkerung sind Menschen mit Benachteiligungen oder Behinderungen. 15% ihrer potenziellen Kundinnen, 15% auch ihrer potenziellen Mitarbeiterinnen. Diversität bei uns ein Erfolgsfaktor. Wir haben rund 160 Personen mit Einschränkungen. Man denkt immer irgendwie an jemanden, der blind ist oder im Rollstuhl herumfährt. Behinderung ist viel, viel breiter aufgestellt. Wir haben sie in der Produktion, wir haben sie in der Forschung und Entwicklung. Ja, wir haben Führungskräfte, die eine Behinderung haben. Wir wollen das auch weitergeben, dass erfolgreiche Unternehmen auf Diversität gar nicht mehr verzichten können. Wir stehen in Kärnten ja super da, was die Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt von behinderten Personen betrifft. Also die Innovation ist ganz essentiell und im Sozialbereich umso wichtiger. Nämlich weiterzuarbeiten für etwas, was normal sein sollte. Vor allem müssen wir auch noch jene Menschen erreichen, die nicht am AMS gemeldet sind, die nicht in Betreuungsstrukturen sind. Im Rückblick sage ich, danke, dass die UN-Konvention gekommen ist. Das ist die Vorgabe. In diese Richtung muss es gehen, dass in jedem Kärntner Unternehmen, in jedem österreichischen Unternehmen Menschen mit Behinderung ganz ein normaler Teil der Belegschaft sind. Ich erlebe jeden Tag die Inklusion. Also wenn ich jeden Tag in den Betrieb gehe, ich sehe, wie das gemeinsame Miteinander funktioniert. Das ist wunderbar. Menschen mit Behinderungen, ich glaube, die kann man immer integrieren und am Arbeitsplatz einsetzen. Die Anna ist bei uns auf die Stanzmaschinen. Sie selbst hat ein Hörgerät, mit dem sie uns verstehen kann. Man muss dazu sagen, dass sie auch sehr stark Lippen liest. Und Behinderungen gibt es nur im Kopf. Ich würde mir auch wünschen, dass wir einfach das Feld hier aufbereiten. Dass es wirklich selbstverständlich ist, in welchem Beruf auch immer, in welchem Unternehmen auch immer, tätig zu sein. Also ich würde empfehlen, anderen Menschen mit Behinderungen, dass man nicht gleich aufgibt, sondern dass man weiterkämpft für sein Ziel, dass man sein Ziel erreicht. In einem inklusiven Team zu arbeiten, ist einfach was sehr Schönes. Wir haben aktuell rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und durchgängig eigentlich fast in allen Bereichen. Ich würde allen Unternehmen empfehlen, habt ihr den Mut, gibt es den Leuten eine Chance. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Dass man gar nicht drüber nachdenkt, welche Behinderung hat der Mensch, sondern einfach sagt, was kann er, wie kann ich ihn einbauen. Jeder, der positiv mit dem Fähnchen nach vorne läuft und das nach draußen trägt, wird einfach zum Erfolg des Gesamten beitragen. Probieren und studieren, das funktioniert immer. Übung macht den Meister. Es wäre schön, wenn andere Unternehmen auch einmal über ihren Schatten springen würden und diese Hürde zu meistern versuchen. Nutzen Sie die Chance, öffnen Sie sich dem Thema Inklusion, weil es hat massive Vorteile für Ihren Betrieb. Die Loyalität der Mitarbeitenden im Unternehmen erhöht sich, es kommt zu weniger Fluktuation und eine inklusive Unternehmenskultur ist ein Wettbewerbsvorteil. Menschen mit oder ohne Behinderung, völlig wurscht. Die Leistungen werden besser, wenn unser Blick verbreitert wird. Und in diesem Sinne werden wir natürlich weitermachen und wir freuen uns schon auf die nächste Konferenz, weil sie ist für uns auch immer wieder so ein Parameter.